Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin CDB und begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einem weiteren OMSI-Video. Ja, letzte Woche war doch ein bisschen viel Lotus, da hat es leider nicht reingepasst, unser OMSI-Bus-Simulator. Von daher ja, haben wir jetzt diese Woche einiges zu tun. Wir sind heute wieder auf der Karte Berlin-Buch unterwegs, denn da gab es ein großes Update. Das wollen wir uns heute mal anschauen mit einer weiteren fiktiven Linie, die wir uns heute mal direkt hier anschauen werden. Und zwar ist es die Linie, wenn es jetzt hier alles klappt, ich gehe mal ganz hier hoch, die 151 von Walter-Friedrich-Straße nach S-Bahnhof Buch. So sieht halt unser Fahrplan heute mal aus und ja, die Karte ist natürlich hier immer noch Work in Progress, ne? Das Ganze wird hier immer noch gebastelt und gemacht und getan. An der Stelle natürlich ein großes Dankeschön an OMSI2-Fahrzeuge und Co., dass er uns das Ganze hier schon bereitgestellt hat, dass wir das Ganze euch hier bereit zeigen dürfen. Eigentlich war jetzt hier so ein bisschen klug gewesen, dass wir euch noch einen weiteren Mod hier vorstellen. Das hat leider nicht funktioniert. Da werden wir nochmal mit OMSI2 und Co. mal quatschen müssen, dass da irgendwo ein kleiner Fehler drin ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wollen wir uns das heute jetzt, wie gesagt, anschauen. Ich habe mein Solaris wieder rausgepackt und ja, damit soll es heute dann on Tour gehen. So, dazu muss ich noch sagen, neues Windows drauf, neues OMSI und der Livestream war absolute Katastrophe. Und jetzt habe ich das Ganze nochmal ein bisschen überprüfen lassen hier. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Oho, mal gucken, wie lange. So, 151, ich hatte mal gesagt, 151. Und probieren wir mal mit der 02. So, das könnte fast hinkommen. Schauen wir mal. Linie 151, nice Buch. Wundervoll. Na, ist ja mal was funktioniert hier heute. So. Natürlich im neuen BVG-Kleid hier. Der Ton ist vielleicht ein bisschen leise aktuell. Machen wir ein bisschen lauter. Wundervoll. So. So. Allerdings brauchen wir hier erstmal unsere Hilfspfeile. So, die 151 geht da lang. Ah nein, ja, mir fällt was ein. Da werde ich jetzt natürlich nicht hinkommen. Muss mal ganz kurz was gucken. Vielleicht funktioniert das noch, ohne dass ich jetzt hier OMSI komplett neu starten darf. Es ist furchtbar. Warum können Spiele nicht einfach laufen, wie sie laufen sollen? Ja, das wäre fantastisch. So. Ah, das funktioniert, das hat mal funktioniert. Boah. Los hier? Warum stehst du hier noch? Gute Frage, nächste Frage. 9.20 Uhr ist Abfahrt. Dann werden wir mal die Uhrzeit mal ein bisschen vorstellen hier. Du stehst immer noch hier. Interessant. Du stehst immer noch hier. Okay, hat sich hier irgendwie der Bus festgefahren hier oder so? Keine Ahnung. Das so geplant ist hier. Ja.
Boah, warum lauft ihr denn hier immer rüber hier? Das irritiert mich. So, alles einsteigen bitte. Guten Tag. Hallo. 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 Ja, grüß miteinander. Hallo. Ja, hallo. Machen wir jetzt gucken. Bürgeramtbuch, ja, das hat er auch. Dann weiter im Text hier. Oh, Alter, mir voll in die Karre gefahren. Was ist los mit dir? Altbuch, Großkurtstraße. Die Polizei ist ja auch präsent, ja, die haben es gesehen hier. Dass wir nicht schuld waren. Gott sei Dank waren wir nicht schuld, ja? Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. So 10, was hat sie gegeben? 2, 4, 6. Guten Tag. Guten Tag. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte. So, jetzt erstmal gucken. Fahrschein normal. Tageskarte 8,60 Euro. Danke. Wunderschön. Fährt der uns einfach in die Karre rein, ne? Ohne Wenn oder Aber. Fantastisch. Ja, wie gesagt, die Karte ist da immer noch komplett im Bau. Das handelt sich hierbei, wie gesagt, auch nur um eine fiktive Linie, so wie ich es jetzt richtig rausgelesen habe. Ich weiß auch jetzt auch nicht, ob die jetzt, wenn sie dann released werden soll, auch wirklich damit dabei ist. Aktuell wird aber hier ganz schön gewerkelt, getüftelt, ja, auch wie gesagt an der Website. Ich werde euch das Ganze natürlich unten auch in der Videobeschreibung verlinken zu der Website. Wenn ihr euch zum Beispiel auch die U5 runterladen für OMSI 2 oder so, wenn ihr da Bock drauf habt, oder die EM-Karte, sowie verschiedene Repaints. Und das eine Repaint, wie gesagt, das wollte ich euch zeigen, aber das hat irgendwie nicht so gefruchtet. Außer, dass ich hier nur Reifen und Mannekicken hatte, war leider nicht wirklich viel zu sehen gewesen. Schade. Aber wir werden dranbleiben, wenn wir mal noch weiter dran tüfteln. Vielleicht klappt das ja dann demnächst. Hallo. 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 Guten Morgen. Ja, ja, wir haben uns unerlaubt vom Unfallort entfernt. Schande. Aber da, wir haben nichts mal was damit zu tun gehabt. Aber auch, wie gesagt, die ganzen KI-Verpläne hier und sowas. Naja, das kann natürlich hier alles so ein bisschen noch kaputt sein. Ne? Das muss alles auch dementsprechend richtig eingestellt werden. Bin mal gespannt, wenn die Karte dann released wird, wie viele Linien es denn nachher hier existieren. Ne? Auf jeden Fall immer wieder schön, wenn es hier so Berliner Projekte gibt. Gerade so eine Randbezirke finde ich super spannend. Ja, als wie wenn du jetzt irgendwo ständig da in der Innenstadt rumgondelst. Also finde ich das echt schon schick, muss ich sagen, dass man sich gerade auch hierfür so entschieden hat, für das Ganze. Aber das ist wahrscheinlich wieder unterschiedlich, ne? Jeder sieht das Ganze halt dementsprechend wieder anders. Ne? Der eine will dann doch gerne die Großstadt haben, ne? Aber in dem Punkto gibt es leider nicht viel. Das ist ein bisschen schade. Und ob dann noch irgendwie was so kommt, so von Seiten OMSI. Ja, das ist natürlich auch spannend denn zu sehen. Ich weiß halt,
dass der ein oder andere Bus halt noch gebastelt wird, der allerdings jetzt erstmal privat ist. Ob er irgendwann mal den Weg in die Öffentlichkeit findet, ist auch noch spannend zu sehen. Aber da müssen wir jetzt einfach abwarten. Oh. So, ich bin ja jetzt nun ein Autofahrer, okay? Ich Autofahrer. So eine Konstellation wirst du wohl in Berlin nie sehen, meiner Meinung nach. Oben steht Achtung Kinder. Dann kommt in der Mitte, dass da eine Spielstraße ist. Und unten darunter kommt eine 30er-Zone. Eine Spielstraße ist höchstens mit 10 km/h befahrbar. Also das Schild darunter, die 30er-Zone, dürfte so nicht dastehen. Weil jetzt wüsste ich als Autofahrer nicht, ja, was ist denn jetzt? Ist jetzt muss ich jetzt 10 km fahren oder darf ich jetzt 30 fahren? Ne? Also ich glaube, da muss er auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachpatchen, nachwürzen. Ne? Das ist mir jetzt immer so mal am Rande. Ne? Achte zwar halt gerade auf Verkehrsschilder dann jetzt nicht so sonderlich, ne? Auch im realen Leben nicht, aber ich glaube, so eine Konstellation tatsächlich gibt es nicht. Das ist eine ganz coole Stelle jetzt, wo wir jetzt hier gleich dran vorbeikommen. Da hat er viele Bilder gepostet. Und finde ich eigentlich ziemlich nice. Hier ist ein Feuerwehrfest. Hier haben wir die Feuerwehr. Wenn wir jetzt hier mal kurz mal so ein bisschen rausgehen. Ne? Hier Feuerwehrfest 2020 in Berlin-Buch. Ne? Hier auch wirklich alles schön verbaut hier auch, ja. Mit so einem Riesenrad hier, ja. Das sieht bestimmt abends richtig schick aus, wenn denn hier auch noch so ein Konzert hier ist. Ja. Oh, jetzt sind wir ein bisschen zu weit raus. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir es. So. Wenn du hier so ein schönes Konzert hier halt noch hast, so und das Ganze blinkt und leuchtet und alles was. Ich glaube, das ist schon echt hübsch. Und die Bilder, die er da gepostet hat, die sahen schon sehr vielversprechend aus, obwohl ich dann gleich gesagt habe, ey, mach mal, ich will auch testen. Ne? Also müssten wir mal irgendwann mal definitiv mal bei Nacht fahren oder sowas. Weiß allerdings nicht, ob da jetzt eine Haltestelle war. So, hier endet halt die 30er-Zone, aber es gibt kein Auflösungsschild von der Spielstraße, ne? Also, da ist auf jeden Fall ein kleiner Fehler drin. Der Blinker ist kaputt, ja. Den hat er uns jetzt erschossen. Eine Kurzstrecke sollst du bekommen. Sehr eng hier die Straße. Ah, jetzt haben wir ein stehendes Bild gerade. Ach, Omsi. Immer wieder eine Freude mit dir. S-Bahnhof U. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here.
glaube, die Originalansagen werden dann aber nicht mitgeliefert, ne? Also, falls da die Fragen kommen sollten, gehe ich mal stark davon aus, dass die nicht mitgeliefert werden. So, damit ist unsere Fahrt am Ende angekommen. So, also sieht das kleine neue Update, oder das große Update eigentlich aus. Ne? Hier aus der Karte Berlin Buch. Ja, ihr könnt gerne wieder in die Kommentare posten, wie ihr so die fiktive Linie findet. Auf jeden Fall ist das wirklich absolut hübsch da, wie er dieses kleine Feuerwehrfest da gemacht hat. Gerade, wie gesagt, diese Leute, ne, die muss man auch mal ein bisschen danken, ja, für tatkräftige Unterstützung, für das Durchhalten natürlich auch. Ja. Und das ist immer bestimmt so eine kleine Ehre, wenn man dann irgendwie so ein Fest da feiern, wenn man sowas in um sich reinbaut. Finde ich sowieso klasse. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Omsi-Video hier auf jeden Fall auf ÖPNV-Simulation wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bedanke mich auf jeden Fall und natürlich auch ein großes Dankeschön an Omsi-Fahrzeuge, Omsi-2-Fahrzeuge und Co. für das Bereitstellen der wundervollen Karte hier. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.